Ja, hallo zusammen. Ich mache heute mal kein Unboxing oder Unboxing. Ich mache kein Review. Ich möchte einfach mal euch vorstellen, das ist ja zurzeit sehr begehrt, das neue Mi Band 2, was mit so einer schicken Anzeige, die meisten haben es schon gesehen und kennen es schon von euch, gekommen ist. Ich war auch schon stolzer Besitzer eines Mi Band 1 und ja, ich möchte ganz kurz über das Mi Band 1 was kurz sagen. Und dann möchte ich das Mi Band 2 euch so ein bisschen vorstellen und natürlich hauptsächlich in Verbindung mit dem neuen Galaxy S7 Edge, was ja doch ein bisschen anders ist wie mit diesen älteren Smartphones. Okay, jo, und da fangen wir auch schon an. Ja, ich habe das Mi Band 1 eben nochmal rausgesucht. Da kennt das bestimmt alle, also alle, die sich auskennen und so ein bisschen Faible dafür haben. Ich habe das jetzt 10 Monate gehabt und ja, nach 10 Monaten war es kaputt. Ja, es nimmt kurz Bluetooth-Verbindung auf und ja, nach 2, 3 Stunden verliert es die Bluetooth-Verbindung und dann lässt sie nicht mehr koppeln und dann kann man es wieder aufladen und dann beginnt das Spiel von vorne und so weiter. Das heißt, es ist defekt, nicht mehr zu benutzen, was ja schade ist. Gut, wenn ich hier sehe, 20 Euro, ja, da kann man nicht meckern, aber ich sag mal, 2 Jahre soll das schon halten. Jo, das war natürlich der Anlass. Ja, was machen wir? Schicke ich zurück? Holen wir ein neues Mi Band 1? Nein, natürlich nicht. Natürlich das Mi Band 2. Ja, so sieht's aus. Ausgepackt habe ich schon, deswegen kein Unboxing. Ich mach's mal wieder um. Ja, was ist zu sagen zum Mi Band 2? Also auf jeden Fall ist natürlich alles dicker, ist alles ein bisschen klobiger. Was neu ist, es gibt jetzt eine OLED-Anzeige, ja, die man einfach mal da drauf drückt und da sieht man die Uhrzeit. Beim zweiten Mal sieht man die Schritte, die man weg hat. Und beim dritten Mal kann man dann seinen Puls messen. Ja, und dann wieder die Uhrzeit. Was ist prima an dem Band? Ja, was ist gut? Also was natürlich prima ist, ich habe diese Funktion, dass ich einfach den Arm rumdrehe und zack, erscheint die Uhrzeit. Ich finde, es geht relativ flott. Einige haben gesagt, es würde 2, 3 Sekunden dauern, aber ich sage mal so, also ja, eine Sekunde vielleicht, aber das ist völlig okay. Eigentlich brauche ich die Uhr ja nicht. Ihr seht ja, ich habe eine schöne Uhr. Ja, aber die ist nun mal dabei und dann ist es eben so. Was eine feine Sache ist, dass natürlich das Display nicht nur diese drei Arten anzeigen kann, sondern es kann auch verschiedene Symbole anzeigen. Und die will ich euch mal kurz zeigen. Ich habe mal so einen Screenshot gemacht. Und dann kann ich euch mal zeigen. Ja, so sehen die Symbole aus, ja. Und ihr seht schon, das ist eine ganz schöne Menge dabei. Und da sind, glaube ich, genau 13 Symbole. Ja, ich habe mir mal so einen kleinen Zettel gemacht, dass ich nicht vergesse, was ich sagen wollte. Das ist, wie gesagt, mein erstes YouTube-Video. Ja, ich finde das nicht schlecht und ich kann mir gut vorstellen, dass mal später bei einem Update vielleicht noch mehr Symbole dazukommen. Und dann kommen wir auch schon zu den Apps. Was für Apps brauche ich? Ich brauche natürlich wie immer die Mi Fit App. Ja, das ist die orange-gelbe da. Und was eine ganz gute Ergänzung ist, das sind die Mi Band Tools. Das ist das schwarze mit diesem gekreuzten Schraubenzieher und Schraubenschlüssel. Die ist kostenfrei, also die kann man auch kostenlos nehmen, aber man kann sie auch ohne Werbung dann kaufen. Google Play ist nicht teuer, 1, 2 Euro, ich weiß es gar nicht mehr. Aber da kann man natürlich wesentlich mehr Sachen anzeigen lassen, weil das Mi Band ist begrenzt auf genau 5 Anzeigen, also 5 Apps und das war's. Ja, aber mit diesem Mi Band Tool kann man natürlich unendlich viele dazu machen, kann sich alles Mögliche erinnern lassen. Ob das der Messenger ist von Facebook oder WhatsApp oder sonst was, funktioniert einwandfrei. Okay, was gibt es noch zu sagen? Was ist wichtig? Was mich geärgert hat. Also ich war ja erst stolzer Besitzer eines LG G4 und da konnte ich das Mi Band auch benutzen zum Entsperren. Ja, auch schon das erste, wo es noch funktioniert hat. Ja, mit dem Samsung S7 geht das nicht mehr. Ich weiß nicht so recht warum. Ich denke mal, es hat ist eine Sicherheitsgeschichte. Ja, ist ärgerlich, vielleicht kommt es mal noch, weil ich habe das immer sehr genossen, dass ich es nie entsperren musste, wenn ich das Band um hatte und mein Handy in der Nähe war. Aber ja, mit dem Galaxy S7 Edge geht das nicht mehr, mit dem normalen S7 natürlich auch nicht. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, da habe ich eigentlich schon das Beste gesagt. Was kann man zum Armband sagen? Ich finde, es ist ein bisschen, also ich fand das ein bisschen eleganter. Ja, ihr seht, wenn ihr seht, es ist doch schon ein bisschen, fällt nicht so auf, aber es ist ein bisschen schmaler, ein bisschen kleiner, ein bisschen flacher. Und es hat doch nicht jeder gleich gesehen, dass das ein Fitness-Tracker ist. Ja, es könnte doch ein normales Armband sein können. Jetzt sieht man es natürlich, jeder wird das jetzt sehen. Ach, guck mal, das ist ein Fitness-Tracker, er trägt auch so ein. Ja, das kann man vielleicht sagen.
Wie gesagt, die Entsperrfunktion finde ich nicht gut und den Preis. Ja, im Internet kursieren ja viele Preise. Ich sag mal so, da geht es bei 30 € los, aber also ich habe es für 30 € nicht bekommen. Ich habe es bei Amazon bestellt und dann möchte man schon 50 € auf den Tisch legen. Es geht auch noch teurer. Das Einzige, was gut war, es kam überraschend schnell. Ich habe mit einem Monat, anderthalb Monaten gerechnet, aber es war schon nach 2, 3 Wochen da. Ich glaube 2 Wochen. Ja, das ist ganz okay. Und ich sag mal, 50 €, ja, ist vielleicht noch gerade so die Grenze. Also so viele Funktionen hast du nicht. Die, die es hat, funktionieren prima. Es ist auch gut durchdacht. Ich sage, 50 € ist okay, aber ich sag mal, wenn es mehr käme, es gibt es auch schon für 70 €, ich weiß nicht. Ja, das war eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Ja, also Fazit, es ist noch preiswert. Ja. Es hat nicht viele Funktionen, aber die, die es hat, sind durchdacht. Es ist leicht. Ja, und man kann sagen, ich bin zufrieden. Ich werde es jetzt mal ausprobieren, eine ganze Weile und vielleicht, wenn mich nicht zu viele auslachen auf YouTube, mache ich vielleicht noch mal ein Review und erzähle so, was dann so nach einem Monat, was ich an Erfahrung gesammelt habe. Ich hoffe, dass es länger hält wie das Mi Band 1. Ja, da will ich euch nicht weiter zur Last fallen. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß im Internet und auf YouTube und vielleicht sehen wir uns mal. Okay, ciao.